Es war eine rauschende Eröffnungsfeier einer neuen Filiale. Hat sie was von irgendwelchen kranken Leuten erwähnt? Im Flugzeug oder am Flughafen? Nein, sie hat nur gesagt, sie hätte einen Jetlag. Der Mensch berührt sein Gesicht im Durchschnitt pro Minute 3 bis 5 Mal. In der Zwischenzeit fassen wir Türklinken an, Wasserhähne und andere Menschen. Beth! Mom? Nein, geh rauf in dein Zimmer, Schatz! Wir haben also ein Virus und haben weder einen Behandlungsplan noch einen Impfstoff. Diese Krämpfe heute früh, hatten Sie das schon hat mal? Hat sie öfter Krampfanfälle? Nein. Allergien? Seit gestern Abend 32 Fälle. Sie ist leider gestorben. Okay. Darf ich denn jetzt mit ihr reden? Mr. Emhoff, Ihre Frau ist tot. Was erzählen Sie mir denn da? Was ist mit ihr passiert? Was ist mit ihr passiert? Könnte vielleicht jemand die Vogelgrippe als Waffe benutzen? Wäre das möglich? Die Vogelgrippe muss gar niemand als Waffe benutzen. Das machen schon die Vögel. Sehen Sie genau hin. So überträgt es sich. Die Frage ist nur noch, in welche Richtung. An Tag 1 waren es 2 Menschen, danach 4 und danach 16. In 3 Monaten sind es 1 Milliarde. Darauf scheinen wir zuzusteuern. Sie berufen die Nationalgarde ein, verschanzen den Präsidenten. Es gibt eine Massenpanik. Herr Schwindel! Die Sache wird kippen. Man verschweigt der Welt die Wahrheit. Lassen Sie die Proben verschwinden. Vernichten Sie alles. Hallo. Geben Sie mir die Namen aller Reinigungskräfte, die hier in meinem Zimmer waren. Das ist ein Notfall. Sie dürfen nicht in Panik verfallen. Ich weiß. Ich bringe Sie nach Hause. Ich habe auch Familie, Dr. Cheever. Wir alle. Reden Sie mit niemandem, fassen Sie niemanden an. Halten Sie sich von anderen Menschen fern. Steigen Sie in Ihr Auto! Wir sind nicht krank! Es erforscht uns schneller, als wir es erforschen. Es mutiert.